Moin moin und herzlich willkommen zu einem kleinen Special, mal etwas außerhalb von Let's Plays, denn wir bzw. ich widme mich jetzt ein wenig der ersten Fußball-Bundesliga. Das hatte ich auch schon im Vorjahr gemacht, mehr oder weniger erfolgreich, hatte ziemlich viele Hits und ich habe mir gedacht, auch dieses Jahr werde ich das wieder machen, wenn ihr Interesse daran habt. Ich werde es erstmal nur für einen Verein machen und natürlich für meinen Verein, dem HSV. Und wenn ihr sagt, euch gefällt das und ihr würdet das gerne auch für die anderen Bundesliga-Vereine sehen, was ich hier tue, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das auch für, ich weiß nicht, ob ich das für alle machen werde, aber auf jeden Fall noch einige andere Bundesliga-Vereine machen. Ja, was mache ich hier eigentlich ganz genau? Ich werde einfach mal eine kurze Übersicht der Transfers hier schildern und den Spielerkader ganz genau durchnehmen und auch mal ein bisschen in die Zukunft blicken und vermuten, wie die Trainer ihre jeweiligen Teams aufstellen werden. Ja, und da sind wir direkt, also beim Hamburger Sportverein, beim HSV. Letztes Jahr auf Platz 7 die Bundesliga-Saison beendet, damit nur knapp das internationale Geschäft verpasst. Aber ganz ehrlich, nach so einer Saison, die hatte wirklich mehr Tiefen als Höhen. Und nur weil andere Mannschaften noch schlechter waren als der HSV, ist der HSV sogar am Ende in der Tabelle einstellig geworden. Und das sogar mit einer negativen Tordifferenz. Das ist wirklich beachtenswert. Nicht, aber irgendwie bemerkenswert. Das ist schon, glaube ich, ein neutralerer Ausdruck. Aber gut, kommen wir zum HSV. Für die nächste Spielzeit, für die Saison 2013-2014. Die Bundesliga startet schon wieder in 2 Wochen. Nächste Woche bereits der DFB-Pokal in die erste Runde. Der HSV tritt an in Jena, von dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich glaube, die spielen irgendwie fünfte oder sechste Liga. Sollte auf jeden Fall eine machbare Aufgabe für den HSV werden, denke ich. Und kommen wir einfach jetzt mal zur Aufstellung, wie ich vermute, wie Thorsten Fink aufstellen wird und wie ich vielleicht auch aufstellen würde. Im Tor, ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Wenn er fit ist, spielt natürlich René Adler im Kasten der Rothosen. Mit Drobny hat man vielleicht sogar die beste Nummer 2 der Bundesliga auf der Bank. Sollte Adler, was ja ab und zu mal leider passiert, verletzungsbedingt oder auch sperrungsbedingt ausfallen sollte, hat der HSV mit Drobny eine exzellente Nummer 2, hatte den auslaufenden Vertrag im Sommer verlängert. Davor die Viererkette, fangen wir mal rechts an, denn dort gibt es nicht allzu viele Alternativen, außer Dennis Diekmeier. Denn Jakob Hossala, da kommen wir gleich nochmal zu den Transfers ganz kurz, wurde jetzt letztlich kurzendlich verkauft, denke ich richtig. Der war zwar häufiger als Rechtsverteidiger probiert worden, aber eine richtige Alternative stellt der Italiener nicht dar. Deswegen Diekmeier, der auch kurz vor einer Verlängerung wohl steht, auch sein Vertrag läuft, ich glaube, nächstes Jahr bereits aus. Aber da sind alle Parteien zuversichtlich, dass der Rechtsverteidiger verlängert wird. In der Innenverteidigung der sogenannte Abwehrchef, ja, kann man so sagen, Heiko Westermann, ganz klar. Wahrscheinlich neben, wenn er fit ist, Johan Juru, der Schweizer Neuzugang, Leihgabe vom Arsenal London. Und links der vielleicht stärkste Feldspieler der Vorsaison, meiner Meinung nach, des HSV. Linksverteidiger natürlich Marcel Jansen. Davor dann ein breites Fünfer-Mittelfeld. Und da hat der HSV sehr viele Alternativen, wie sie aufstellen können. Erstmal, wie wahrscheinlich Thorsten Fink auflaufen lassen wird. Wird, wenn er fit ist, Tolga Aslan, Nielsen, Milan Badel, den beiden Sechsern, auch wenn sie nicht wirklich gelernte Sechser sind, beides eher, ja, schon eher erlernte offensive Mittelfeldspieler, Aslan ist ja sogar gelernter Stürmer, die beide ihre Stärken im Spiel nach vorne haben, aber dazu werde ich auch noch ein paar Worte sagen. Dennis Aogo, der will wahrscheinlich ausfallen. Ich weiß nicht, ob er den gesamten August ausfallen wird, aber wenn er fit ist, wird er wohl, auch wenn ich ihn nicht wirklich dort sehe, links im Mittelfeld spielen. Rechts hingegen
könnten auch jede Menge spielen. Skelbrett zum Beispiel. Aber ich denke mal, dass Maxi Beister, der hat das in der Vorbereitung häufiger gespielt, dass er da den Vorzug erhält auf der rechten Mittelfeldseite mit seinen Vorstößen der Abwehr, der gegnerischen Abwehr, Probleme bereiten kann. Dann der Kapitän, ganz klar gesetzt, Raphael van der Vaart in der Spielmacherrolle. Und ganz vorne würde ich ebenfalls, ich glaube auch Fink würde das tun, momentan den Neuzugang von FC Basel, Jack Suhr, den Vorzug vor Artyom Surutnev geben. Okay, jetzt erstmal wieder Aogo rausnehmen, weil vermutlich, oder nicht nur vermute, er wird auf jeden Fall den Anfang der Saison verletzt ausfallen. Deswegen wird wahrscheinlich Ivo Iličević oder eventuell auch Petr Jiráček diesen Posten einnehmen. Also ich denke, so würde der HSV, zumindest im Pokal, okay, da muss man noch Giroud gegen den anderen Neuzugang Sobich von Borussia Dortmund ersetzen. So wird wahrscheinlich dann die Startelf aussehen. Okay, Adler müsste dann auch noch gegen Drobny getauscht werden. Man hätte vielleicht doch vorher nochmal erst die vermutliche Startelf aufstellen sollen. Egal. Abgesehen von Adler wird also Drobny dann noch spielen. Arsenal ist auch nicht hundertprozentig sicher, ob er schon im Pokal dabei sein wird. Laboriert, glaube ich, noch an einer Zerrung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber gut, gucken wir uns das System an. Und ich sehe beim HSV eine ganz klare Schwäche. Nämlich im Spiel nach vorne fehlt es an guten Flügelspieler. Den typischen Dribbler, der mal 1:1 Duelle an sich zieht und auch mal gewinnt und eine gute Flanke reinschlagen kann. Von denen hatte der HSV in den letzten Jahren nicht allzu viele. Die letzten typischen Flügelspieler aus der näheren Vergangenheit waren zum Beispiel ein Egero Elia, der wirklich mal immer den linken Flügel hochgestürmt ist. Oder zuletzt auch ein Gökhan Töre, der ein sehr guter Dribbler ist, immer wieder Gegenspieler auf sich gezogen hat. Natürlich auch mal Bälle verloren hat, ganz klar, aber er konnte mal diese 1:1-Duelle in die 1:1-Duelle hineingehen und auch ab und zu mal für sich entscheiden. Der einzige momentane HSV-Spieler, dem ich das zutraue, wenn er wirklich fit ist, ist ein Ivo Iličević. Das ist auch ein typischer Flügelspieler, ein guter Dribbler, kann auch gut zum Abschluss kommen. Bloß das Problem bei ihm, er ist in den letzten zwei Jahren sehr häufig verletzt gewesen. Und ich bin eher skeptisch, dass er nochmal in die Form früherer Tage kommt, um den HSV wirklich zu helfen. Also ich denke, Ivo Iličević, und vor allem bei diesem System sehe ich noch das Problem, Iličević als auch Beister, die beiden Flügelspieler, sind Spieler, die nicht allzu viel mit nach hinten arbeiten. Sprich, die bleiben lieber mal vorne stehen, an den Flügeln, wenn sie den Ball verlieren. Und dann entsteht hier so eine große Lücke, denn Marcel Jansen und Dennis Diekmeyer sind auch beide sehr offensive ausgerichtete Außenverteidiger, die auch ihre Stärken im Spiel nach vorne haben. Und auch die beiden Sechser, ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, haben ihre Stärken eher im Spiel nach vorne. Ein Milan Badel ist zudem auch nicht unbedingt der beweglichste, ist zwar ein guter Zweikämpfer, aber ihm fehlt es so ein bisschen an der Grundschnelligkeit, wenn der Gegner mal schnell kontert. Arsenal ist auch einer, der mal lieber vorne stehen bleibt und vor allem in den Zweikämpfen sich auch nicht immer so geschickt anstellt. Ich glaube, die Hälfte der Zweikämpfe, die Arsenal führt, enden in ein Foul und jedes zweite Foul führt direkt wieder zu einer gelben Karte, weil er ein taktisches Foul ziehen muss. Also da habe ich so meine Bedenken bei diesem Problem, bei diesem System. Viel zu offensiv ausgerichtet. Deswegen, wie würde ich aufstellen? Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu Suhr ganz vorne drin. Artyom Surutnev im letzten Jahr natürlich hat er viele Tore geschossen für den HSV. Aber ganz ehrlich, ich war noch nie so der große Fan von Artyom Surutnev. Er hat zwar die Tore gemacht, wie gesagt, aber ihm fehlte fast immer die komplette Bindung zum Spiel. Er hatte sehr wenig Ballkontakte, hat so gut wie keinen Zweikampf gewonnen und stand zudem sehr häufig im Abseits. Was ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe selten einen Stürmer gesehen, der so wenig Spielverständnis mitbringt wie er, wie der lettische Nationalspieler. So sehr ich ihn charakterlich mag, aber ich denke, noch eine Saison mit Rudnevs da vorne kann nicht gut gehen. Aber da ist der HSV ja auch noch auf der Suche nach einem neuen Stürmer.
Einen haben sie schon, wie gesagt, verpflichtet mit Jax Hua. Aber er will wahrscheinlich nur als Joker erstmal fungieren, denke ich mal. Ist auch noch ein junger Kameruner, Nationalspieler. Hat in den Testspielen ja seine Qualitäten ab und zu schon gezeigt. Er ist ein Spieler, der den Ball gut halten kann. Wartet dann bis Van der Vaart und die offensiven Außenspieler nachrücken. Das kann er schon. Aber im Abschluss, denke ich, ist er einfach zu schwach. Und da muss noch ein erfahrener Stürmer rangeholt werden. Und das sagte ja auch der HSV und Oliver Kreuzer. Da wird der HSV noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden und noch einen Stürmer verpflichten. Können wir mal ganz kurz zu den Transfers rübergehen. Wen hat der HSV denn bis jetzt geholt? Natürlich das Juwel, das Megatalent, wie manche schon oder viele sagen, Hakan Çalhanoğlu, wurde er bereits letzte Saison fest verpflichtet und dann eine Saison an den Karlsruher SC ausgeliehen, wo er zum besten Spieler der Drittligasaison gewählt wurde. KC stieg er als, ich glaube sogar als Sieger der dritten Liga in die zweite Liga auf. Çalhanoğlu mit irgendwie 20 Torvorlagen und 10 weiteren Toren. Also der Junge hat wirklich Talent und wird wahrscheinlich irgendwann Rafael van der Vaart beerben. Denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in diesem System für Çalhanoğlu momentan Platz herrscht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er wie ein Arslan zum Beispiel als Sechser umfungiert wird. Irgendwann haben wir dann zu viele für diese beiden Sechser-Positionen. Denn theoretisch könnte auch ein Aogo dort spielen, auch wenn er wahrscheinlich eher für den linken Flügel vorgesehen ist. Ein Jiracek kann natürlich da spielen, ein Rincon kann da spielen und auch ein Skillbrett kann auf dieser Sechser-Position agieren. Praktisch fast sechs Leute für zwei Positionen und das ist deutlich zu viel. Und was ich an Thorsten Finks Stelle ändern würde, ich würde einen dieser beiden Sechser rausnehmen und einen, wie ich finde, total unterschätzten Thomas Rincon in die Startelf stellen. Rincon ist ein typischer Kämpfer, ein Beißer, ein Wadentreter, der mal in die Zweikämpfe geht, auch die benötigte Grundschnelligkeit mitbringt. Er ist nicht der Allerschnellste, er ist weder torgefährlich noch ein sehr begnadeter Techniker wie ein Milan Badel oder ein Tolga Arslan. Aber dafür kämpft er beißt und so ein Typen braucht einfach jedes Team und gerade auf dieser Sechserposition. Da sind Badel und Arslan doch defensiv einfach zu schwach und deswegen würde ich hier einen Rincon zum Beispiel neben einen Milan Badel stellen, der natürlich in der Vorrunde der letzten Saison überragend gespielt hat, aber umso schwächer dann in der Rückrunde, da war er wirklich meiner Meinung nach sogar schwächster HSVer und das ist mal gar nicht so einfach, wenn man so ein bisschen sarkastisch sein will bei Leuten wie Heiko Westermann und so weiter. Deswegen entweder Rincon auf jeden Fall rein, neben Badel oder eventuell auch Arslan, je nach Form, wer besser drauf ist. Denn noch so eine Halbsaison wie das letzte halbe Jahr kann sich auch ein Milan Badel, obwohl er ein riesiger Techniker ist, neben Van der Vaart wahrscheinlich der technisch stärkste HSVer im Kader, aber er muss natürlich auch seine Leistungen bringen. Auf dem rechten Flügel würde ich sogar Beister lassen. Einzige Schwäche, natürlich das nach hinten Spiel. Deswegen kann man nicht auch zusätzlich noch einen Ivo Iličević auf den anderen Flügel bringen. Dort, wenn fit, auch wenn ich Aogo eher auch ebenfalls im defensiven Mittelfeld sehe, da hat er seine Stärken in der Spielübersicht. Ist ein guter Passspieler, gutes Spielverständnis. Aber er muss wohl notgedrungen im linken Mittelfeld agieren, auch wenn er kein typischer Flügelspieler ist. Alternativ auch ein Jiracek, aber bei ihm genau das gleiche. Auch ihn sehe ich eher im zentralen Bereich, den guten Jiracek. Ist auch kein typischer Flügelspieler, geht auch schon eher in Richtung Spieltyp Rincon, der viel läuft, viel beißt, aber zudem auch noch technisch gut ist und torgefährlich vor allem. Ich erinnere mich an die letzte EM, müsste das gewesen sein, 2012. Wo er mit Tschechien wirklich eine sehr gute Runde gespielt hat und dann für relativ günstiges Geld, wie ich damals fand, ich glaube 3 Millionen Euro waren es an Ablöse, von Wolfsburg dann verpflichtet wurde. Aber leider Gottes ist auch er nicht so richtig eingeschlagen wie die anderen HSV-Neuzugänge.
Ach, ist schwierig hier aufzustellen, aber ich würde sagen, Benfett, Aogo hierhin. Van der Vaart, der Kapitän momentan natürlich ganz klar gesetzt. Wird aber auch nicht mehr jünger. Und ein Hakan Calhanoglu wird da irgendwann langsam aber sicher in diese Rolle schlüpfen, wie ich hoffe. Und vorne im Sturm, ganz klar, da muss noch ein neuer Stürmer her. Kann schon ein paar Tage älter sein, um das vorsichtig auszudrücken. Auf jeden Fall ein erfahrener Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Da war ja zum Beispiel ein Nikica Jelavic, zuletzt ein Thema, der Mann von FC Everton, ein kroatischer Nationalspieler. Sehr guter Mann, das einzige Problem könnte die Ablösesumme werden. Der FC Everton hatte zuletzt Haruna Koné von Premier League Absteiger Wigan Athletic verpflichtet für relativ viel Geld. Ich glaube, das waren auch um die 10, 11 Millionen. Ja, die englischen Vereine haben natürlich ein bisschen mehr Geld als die deutschen, dank Investoren und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Und deswegen wird auch ein Nikica Jelavic, auch wenn er wahrscheinlich seinen Stammplatz alles andere als sicher hat, nicht allzu billig zu haben sein. Aber nichtsdestotrotz, ein Stürmer muss auf jeden Fall her. Praktisch hier vorne den Suhr wegdenken und einen XXX-Stürmer noch reinsetzen. Was könnte der HSV taktisch vielleicht noch machen, wenn es gegen stärkere Gegner geht? Könnte man Beister zum Beispiel auch noch rausnehmen und ein Spielbrett hineinnehmen, der ja in der letzten Halbsaison, wie ich finde, sehr gut gespielt hat. Eine der positiven Überraschungen in der HSV-Rückrunde, der auch häufig auf der rechten Seite gespielt hat. Ist auch kein typischer Flügelspieler. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz jetzt schon gesagt habe. Aber auch einer, der sehr viel läuft, sich sehr viel mit einbringt in die Mannschaft, in jeden Zweikampf geht. Aber auch er hat die Schwächen im Spiel nach vorne, ähnlich wie an Dennis Aogo. Das ist auch so ein Schwachpunkt des HSV, das Mittelfeld ist total torungefährlich. Ein Aogo, ich glaube, der spielt jetzt seine 6. oder 7. Saison beim HSV, hat ein mageres Türchen geschossen. Zwar eins gegen Werder Bremen und ein sehr wichtiges, aber für einen Mittelfeldspieler, okay, er hat natürlich häufig als Linksverteidiger gespielt, aber trotzdem hätte er da vielleicht mal ein bisschen mehr kommen können. Rincon sowieso die Torungefährlichkeit in Person. Milan Badel ebenfalls, ich glaube 2 Tore hat er bis jetzt geschossen für den HSV. Ein Skillbrett ist nicht gefährlich. Jera checkt schon eher, aber auch nur, wenn er eher aus der Zentrale kommt. Aslan, gelernter Stürmer, aber auch letzte Saison komplett ohne Tor geblieben. Ilicevic, wenn er fit ist, kann er eine Bereicherung für den HSV werden, aber da habe ich meine Zweifel dran. Maxi Beister ist natürlich noch ein Kandidat, der seine meisten Tore aber natürlich geschossen hat, als er ganz vorne drin im Sturm gespielt hat. Aber ich denke, wenn da jetzt noch ein typischer Mittelstürmer-Typ kommt, so um die 1,90 groß, wird Beister nicht viel anderes übrig bleiben, als auf dem rechten Flügel auszuweichen. Und ich hoffe, dass er sich mal in dieser nächsten Saison noch etwas verbessern wird. Mein Gott, ich glaube schon wieder viel zu lange. Ich wollte das Video eigentlich nur 10 Minuten oder so drehen. Aber man verquatscht sich so ein bisschen, nicht wahr? Gut, habe ich noch irgendjemanden nicht erwähnt. Tah habe ich hier noch mit aufgenommen. Ein ganz großes Innenverteidiger-Talent beim HSV. Sollte Juru, der hatte auch mal die Angewohnheit, etwas häufiger verletzt zu sein, und dann auch noch ein Subic oder ein Westermann sich verletzen, könnte ein sehr, sehr großes HSV-Talent aus der Jugend nachkommen, nämlich, ich glaube, ich sage jetzt lieber keinen Vornamen, weil sonst werde ich wieder an den Pranger gestellt, wenn ich meinen falschen Vornamen nenne. Auf jeden Fall Tah, Kapitän der U18-Nationalmannschaft Deutschlands, könnte auf jeden Fall auch mal hier reinrücken in die Elf. Würde mich auf jeden Fall mal freuen, wenn er zumindest mal häufiger im 18er-Kader zu finden sein wird. Das werden wir ja erleben. Und ich bin vorhin völlig von den Sachen Transfers abgekommen. Calhanoglu habe ich gerade erwähnt. Diemerbay, den habe ich hier noch gar nicht aufgeführt. Neuzugang aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, ablösefrei gekommen. Ebenfalls noch ein Kandidat für das zentrale Mittelfeld. Aber ich denke, er hat zwar in der Vorbereitung sehr gut mitgewirkt, aber ich denke, für den 18er Kader wird es erstmal nicht reichen. Auch wenn er ein sehr talentierter Spieler ist. Zu hat mir gesagt, hat 1 Million Euro Ablöse gekostet vom FC Basel. Lasse Subic
von Borussia Dortmund, hat auch etwas mehr als 1 Million Euro gekostet. Und dann zum Abschluss noch Johan Juru, ausgeliehen zunächst mit einer Kaufoption und einem saftigen Jahresgehalt von Arsenal London, hat er das letzte halbe Jahr in Hannover verbracht. Dort waren viele, wie ich finde überraschend, zufrieden mit ihm. Da habe ich auch schon wieder so 2-3 Patzer gesehen, die zu Gegentoren führten. Also ich bin ein, na, wie soll man das neutral formulieren? Ich bin kein großer Fan von Johan Juru. Es hat schon seine Gründe, warum er sich nie bei Arsenal hat durchsetzen können. Und Arsenal ist jetzt auch nicht so weltbekannt dafür, die besten Innenverteidiger auszubilden. Seine super Spielübersicht wird immer wieder gelobt. Also davon habe ich vor allem im letzten halben Jahr relativ wenig gesehen. Habe ihn jetzt bei Hannover nicht so intensiv verfolgt, aber dafür die Jahre davor bei Arsenal, wenn er denn mal gespielt hat, war ja so relativ immer der Schwachpunkt des Teams. Ach, gut. Aber er wird wahrscheinlich gesetzt sein neben Heinko Westermann. Auch aufgrund der mangelnden Alternativen. Denn der HSV will ja die ganzen Alternativen, dann kommen wir gerade zu den Abgängen mal rüber, noch loswerden. Denn auf der Abschussliste stehen unter anderem noch 3 Innenverteidiger mit Michael Mencien, mit Rajkovic, mit Chana und 2 weiteren Sechsern, die hier agieren können. Robert Tesche und Goyko Katcher. Die sollen noch alle verkauft werden. Und ich denke, ich bin recht zuversichtlich, dass mindestens noch 3 Leute verkauft werden. Bei Katcher könnte sich das ein bisschen schwierig gestalten. Wegen Gehaltsforderungen und so weiter. Hat er auch letztens ein Interview gegeben, wo er die Einstellung des HSV ihm gegenüber bemängelt hat. Naja, so ist das halt, wenn ein Spieler unzufrieden ist, da muss man ein bisschen stinkern. Alles andere wäre auch ein bisschen sehr merkwürdig. Ansonsten natürlich ganz vorne zu nennen bei den Abgängen Heuminson, der Sunny Boy für 10 Millionen zu Bayer Leverkusen, wo er wohl André Schürrle, der ja zum FC Chelsea gehen wird oder gegangen ist bereits, ersetzen wird. Er wird auf jeden Fall fehlen. Er hat auch viel Schwung immer in die Offensivaktion mit reingebracht. Aber ganz ehrlich, ich finde 10 Millionen, das habe ich auch während des FIFA-Let's Plays, glaube ich, schon häufiger gesagt, die 10 Millionen sind nicht wenig dafür, dass der Vertrag nächstes Jahr ausgelaufen wäre. Ist das schon eine ganz gute Summe, denke ich. Und Zorn hat immer noch enormes Entwicklungspotenzial. Denn gerade in der Rückwärtsbewegung sehe ich ihn ähnlich schwach wie eine Maxi Beister oder ein Ivo Iličević. Arbeitet sehr wenig mit nach hinten. Okay, Son hat natürlich auch häufiger ganz vorne gespielt. Da muss er das wahrscheinlich weniger tun. Aber bei Leverkusen wird das wahrscheinlich anders sein. Da wird er wohl auf dem linken Flügel agieren, wo er auch häufiger beim HSV gespielt hat. Und muss wohl auch da mehr mit nach hinten arbeiten und sich dem Team unterordnen. Außerdem Jeffrey Bruma, zurückgekehrt zum FC Chelsea, war ja 2 Spielzeiten ausgeliehen. Ein Markus Berg sind sie endlich losgeworden. Der Schwede wechselt ablösefrei, muss man auch mal erwähnen. Vor 2-3 Jahren für 10 Millionen Euro immer noch der Rekordtransfer des HSV. Und jetzt verlässt er den HSV ablösefrei Richtung Panathinaikos Athen. Außerdem auch noch Jakob Hosala, hatte ich ganz am Anfang kurz erwähnt. Für, ich glaube, 100.000 Euro waren es, in seiner Heimat zu Hellas Verona gewechselt. So, dann haben wir die Transfers auch durch. Als letzten Punkt noch ganz kurz zum Auftaktprogramm. Der HSV startet beim FC Schalke 04 in der Veltins-Arena. Da haben sie in der letzten Saison eine derbe Klatsche, 1-4 bekommen, nach einer frühen 1-0-Führung. Das ist eine sehr schwere Aufgabe. Ich schätze Schalke auch sehr stark in dieser Saison ein. Wenn der Kader verletzungsfrei bleibt, dann können sie möglicherweise auch wieder ganz oben eine Rolle mitspielen. Also wenn die da einen Unentschieden erreichen, das wäre schon fast optimal. Das erste Heimspiel der Saison bestreitet der HSV zu Hause gegen TSG Hoffenheim, die ja sich in der letzten Saison gerade noch so im Relegationsspiel gegen Kaiserslautern den Klassenerhalt sichern konnten. Danach geht es zum Aufsteiger Hertha BSC Berlin und danach am 4. Spieltag kommt der nächste Aufsteiger, nämlich Eintracht Braunschweig. Ja, das hört sich doch relativ machbar an. Das sollte, wenn es einigermaßen gut und normal läuft, 7, wenn nicht sogar 9 Punkte drin sein.
Denn ich traue dem HSV auch eventuell eine Überraschung auf Schalke zu. Aber es wird, wie gesagt, extrem schwierig. Gut, das soll es gewesen sein. Ich glaube, ich habe schon wieder 25 Minuten gequatscht, kann das sein. Gut, ich werde versuchen, mich bei den nächsten Parts, sollten denn welche Folgen, ein bisschen zu kürzen. Denn ich glaube, auf Dauer mein Gelaber zu ertragen könnte langweilig werden. Aber ihr könnt ja jetzt erstmal gerne in die Kommentare da merkt man schon, ich laber zu lange. Nein, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wo seht ihr den HSV? Das habe ich noch gar nicht gesagt. Genau, das wollte ich zum Abschluss. Wo der HSV landen wird. Also, ist schwierig zu sagen. Der HSV ist eine Wundertüte, wie so viele Mannschaften. Aber ich denke, obwohl ich optimistisch bin, wird es, wenn sie sich spielerisch nicht weiterentwickeln, ich denke mal, unter Fink Würn werden sich die meisten Spieler noch weiterentwickeln, ist ja noch ein relativ junges Team, aber nur mit Glück wäre das europäische Geschäft drin und ich glaube, das Team ist einfach zu unerfahren, um international spielen zu können, deswegen schätze ich den HSV zwar wieder einstellig ein, aber es wird wahrscheinlich erneut nicht für das europäische Geschäft reichen. Deswegen meine Prognose für den HSV, Platz 7 erneut bis 9. Denn ich sehe da noch ein paar Teams, die letztes Jahr hinter dem HSV gelandet sind, eventuell noch vor dem HSV. Aber das wird die Zeit dann zeigen. Gut, das soll es jetzt aber wirklich endgültig gewesen sein. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Video, dieses Format vor allem findet. Und ihr könnt natürlich auch eure Einschätzung geben, wie schätzt ihr den HSV ein und wo werden die Hamburger am Ende in der Bundesliga landen. Damit herzlichen Dank fürs Zusehen und vor allem Zuhören. Und wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare, wenn euch das gefallen hat, werde ich das für die oder für weitere Bundesliga-Vereine machen. Könnt auch gerne dazu schreiben, von welchen Vereinen ihr das gerne sehen würdet. Und dann sehen wir uns eventuell beim nächsten Bundesliga-Check wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Killer.